Hallöchen und willkommen zurück bei Arc Fjordur. Hallihallo, ihr Lieben. So, wir hatten ja eine kleine Pause. Das lag daran, dass Mini Dragon hier so ein paar technische Probleme hatte. Ihr kennt das ja, wenn sie sich dann so rumhängen lässt. Und da sich Mini Dragon in letzter Zeit mehr hat rumhängen lassen, habe ich dann mal schon mal die Ravenger außerhalb der Aufnahme hochgelevelt. Weil wir wollten das normal alles aufnehmen, aber das hat nicht geklappt. So. Was wir jetzt vorhaben. Wir haben jetzt vor mit den Ravengern, dass sie noch ein paar Level drauf kriegen, weil man kann ja nicht zu viel haben. Dass wir damit zum Hafen gehen. Können wir schon mal losgehen. Und vom Hafen aus dann Richtung Vulkaninsel, weil wir brauchen ja Basiliskenschuppen und noch Alpha-Basilisk, den Fangzahn. Ich hoffe, dass wir diesmal Erfolg haben. Ja, denn meines Wissens gibt es die eigentlich nur... Oh, da ist Pressi. Ich hab Standbild. Achso, okay. Gibt es die eigentlich nur auf der Vulkaninsel. Oh, bin wieder da. Sehr schön. Da ist noch ein kleines Spuckvieh. Das machen wir auch noch weg. Mach das. Ich denke, das ist ein guter Plan. Wir leveln die noch weiter. Ja. Und gleichzeitig ein bisschen Kampferfahrung holen für die. Da ist noch ein Kentro. Wollen wir den wegnaschen? Ja, auch noch. Ja. Und zwar sollte das auch ratzfatz gehen. Ja. Oh, süß, mein Pimmelein macht 6 Schaden. Oh, du machst 474 Schaden. Oh. Hast du gut gelevelt? Ja. So viel Schaden mache ich gar nicht. Ich habe 1204. Moment. Angriff. Ich auch. 1204. Okay. Wir kriegen doch erst Rudelbums ab 3, oder nicht? Bei dir steht plus 1 dran. Also ich sehe mich hier nur in meinen Ravenger. Ja, dann kriegst du bestimmt irgendwie Rudelbums oder so. Mhm. Da ist noch ein Kentro. Ja, auch ihm mit Gebrüll. Kann doch nicht so schnell. Ich brauche auch ein bisschen Futter. Du hast eben schon ein kleines Futter gehabt. Ja, 2 kleine Snacks. Mhm. Ach ja, richtig. Der große, starke Pyro braucht ein bisschen mehr. Die kleine Mini. Ich wollte das nicht so krass ausdrücken. Oh, aber Standbild. Du hast es gedacht. Ja. Das ist auch Standbild. Ja, ist die Ecke, wo er lädt dann, ne? Ja, bin wieder da. Ja. Denn die Karte hat ja so mal so ein paar Ecken, wo sie dann nachlädt. Diese weichen Übergänge, die man gewohnt ist, hat er noch nicht überall auf Karte. Standbild. Ja. Und ich denke, da wir hier ziemlich am Rand der Karte sind, ich kann das ja nochmal zeigen. Da oben, ziemlich am Rand der Karte, wird das wohl mit als letztes drankommen. Ja, da. Sehr schön. Dann geselle sich es dazu. Mach ich doch. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Ja, wir haben schon lange nichts mehr gezähmt oder so. Ja. Oh, da liegen kacke Knödel. Also irgendwas. Die weisen nach hier in die Kackknüdel. Och, die Jähen sind hier. Wenn die da oben sind noch Aggies. Nö, wir gehen hier hoch. Will auch nicht zu lange brauchen, um zum Hafen zu kommen. Mhm.
Agis haut ab, sonst seid ihr weg. Ach, Menno. Wirklich, Agi? Selber schuld, Agi. Er wollte doch nur spielen, aber Spiele spielen können wir auch. Ja. Möchtest du auch spielen? Ui, der ist weiß. Nee. Doch. Ja, weiß, beige, braun, ne? Ein bisschen braun. Moins 260, ne? Ja. Die Farbe war hübsch. Wolltest du haben? Nein, Mini, wir brauchen keine mehr. Wir haben genug. Ich kann den bestimmt auch Würgen stellen, dann kannst du ihn zusammenkleben. Du bist doof. Aber, da will man dir helfen und dann sowas. Also wirklich. Wollte ich doch nur entgegenkommen und so. Nein, außerdem haben wir genug Agis. Sonst geht das wieder so los wie meine erste Agi-Zucht. Dass wir da 30, 40, 50 Agis stehen haben. Und das wortwörtlich, Leute. Mhm. Und das war nur in einem Zuchthaus. Der Rest stand ja so noch wild in der Walachei rum. Hey, pscht. Hashtag, ich züchte nicht wild durch die Gegend. Ganz genau. Aber Hashtag kann man bei mir nicht setzen. Genauso wenig wie links. Weil ich hatte so viele unerwünschte Links bei mir, dass ich das ausgeschalten habe. Ja, besser ist das. Denn es gibt Leute, die schreiben in die Kommentare rein und machen dann so 0190 Werbung da rein und sowas. Und das machen die immer schön mit Links. Solche Leute will man einfach nicht in den Kommentaren haben. Deswegen habe ich Links ausgeschaltet. Und mit dem Ausschalten, dass man keine Links mehr setzen kann, ist natürlich auch der Hashtag ausgeschalten worden. Deswegen kann man bei mir zum Beispiel kein Hashtag mehr setzen. Ich glaube, Mini, du hast das auch ausgeschalten, ja. Ne? Ja. Warte auf mir auch. Ja, hier läuft noch Erfahrung rum. Ja, ich sehe es ja, aber ich komme doch nicht so schnell hinterher. Hallo. Wenn du soweit bist, Attacke. Das war's. Drück mal bei dir C. Ja. Nee, das gibt's. Bei den Wölfen ist das, wenn der Rudelführer dann brüllt, dann kriegen alle so einen Buff für eine Zeit. Hm. Ach, Endgegner! Ich fliege, ich eile! Warum wir der Endgegner sagen, das wisst ihr ja. Das ist zum Verhöhen, weil die, glaube ich, die kleinsten Viecher hier sind. Mhm. Aber wenn man ganz frisch angefangen hat, können die echt lästig sein. Ja. Du bist da? Moment, jetzt. Au. Na, der hat ja richtig was ausgehalten. Er hat mich gepiekst. Oh nein, Hölle. Ja. Wir fahren aber mit der Fähre rüber, ne? Jolo. Da müssen wir uns... mit dem Ravager rüber zu schwimmen. Ja. Deswegen meine ich ja. Ach, hier ist noch so ein cooler Dings da. Wollen wir den auch wegmachen? Klar. Weg damit! Au! Oh!
Der wollte wohl Endgegner. Mich heute alle nicht. Die können dir voll gut ab, deswegen, ne? Oh. Aber irgendwie ist Mini heute zu blöd dabei, Fotos zu machen. Ach so, Fotos, ja, habe ich auch noch keine gemacht jetzt. Wo war's? Aber Pyro. Ja. Los. Machen wir gleich noch. Ui, da ist der Giga. Ui. Ja, den schießen wir aber eben weg, ne? Ich möchte das ja einigermaßen schnell gehen, oder? Ich möchte mir die nicht wegbeißen lassen. Ja, warte, ich stehe noch richtig. Erledigt. Toll. Hat gerade so geruckelt, dass ich so schnell gar nicht rausholen konnte. Ja. Geh du in Ruhe, nicht dass du irgendwie Probleme kriegst. Ich fresse den nur eben weg. Naja, vergiss das Herz nicht, ne? Deswegen will ich ja schnell dahin. Geh weg. Jetzt musste ich rennen. Sonst hätte ich einen Mikroraptor im Arsch gehabt. Wie uncool. Aha. Ach, mein Rabbit hat sogar Level up. Sehr schön. Oh, ich komme eben zu dir und dann level ich eben, ne? Ja. Du hast die blauen Bärchen mit, ne? Ja. Bei mir sind jetzt blaue Bärchen drin. Okay. Ich hole die mir eben rüber. Ja. Denn ihr wisst ja, wir haben immer ein paar Bärchen in Tasche wegen Pego Mastax. Mhm. Apropos Pego Mastax. Ich habe eine neue Let's Play-Reihe angefangen. Also wir gucken uns da zusammen ein Spiel an. Und zwar The Infected. Und da gibt es ja auch... ein kleines Vieh, so ein Waschbär, und der klaut wohl auch Essen. Wer daran Interesse hat, ist auch so ein Survival Game. Wer daran Interesse hat, kann gerne mal reinschauen. Und Mini, du hattest, glaube ich, auch ein neues Let's Play, ne? Ja, namens Deponia. Ja, das ist halt so ein Click and Point Adventure und ganz viel Rätselspaß und ne. Ja, also ich finde es witzig. Also die Sprüche kann man sich durchaus anhören und sich kaputt lachen. Also es lohnt sich echt, da mal reinzugucken. Wer da also dran Spaß hat an sowas, der guckt mal bei Mini rein, bei mir rein. Wie gesagt, bei mir geht das halt eher auf Survival raus. Und wie der Name schon sagt, bei Infect. Da denken natürlich viele durch Funk und Fernsehen gleich an Zombies. Das ist da auch. Also sollen da wohl ja so Hybriden sein. Zwischen, Moment, Standbild. Ja, zwischen Vampire und Zombies. Die nennen sich dann Vampis. Also bis jetzt am Anfang bin ich noch keinem begegnet. Wieder da. Gut, da müssen wir uns mal überraschen lassen. Was da denn alles noch so kommt. Und wie gesagt, ich will ja nicht zu viel spoilern, aber wer so Interesse hat an Survival und so, der kann da gerne mal reingucken. So, hier nach dem Felsen habe ich gerade gesehen, ist ein Raptor. Ein Raptor kommt selten allein. Ich heile. Zubeißen und dabei zurückgehen. Ich weiß. Ich weiß. Kann er dich schlecht aus dem Sattel holen? Mhm. Ja, ich sag das auch für die, die das vielleicht noch nicht wussten. Ja, warte, es ruckelt gerade extrem. Okay. Ich komme nicht hinterher. Ich glaube, wir müssen eindeutig mehr rausgehen. Ja, ja, jetzt durch die Zucht und sowas waren wir so gut wie nur in der Höhle, ne? Naja. Wir wollten ja dann nur in der Höhle. Ja, wir wollten ja dann zusammen mit den
die Revenger hochleveln. Aber nach ein paar gescheiterten Versuchen, wie gesagt, Mini hat sie dann wieder rumhängen lassen. Hello. Ich hab's versucht. Ja. Und da habe ich das dann alleine gemacht. Die Aufnahmen habe ich natürlich dann nicht gepostet, weil 5-Minuten-Aufnahmen oder 10-Minuten-Aufnahmen, das bringt nichts. Kommst du runter? Einfach geradeaus. Ach so, ja, ich habe Standbild. Ach so, und dann runterplumpsen. Ja, Moment. Brauchst du nicht absteigen, die Revenger können das ab aus der Höhe noch. Naja. Na Moment, ich bin gleich da. Und deswegen hatten wir auch ein bisschen Pause jetzt. Mit Aufnahmen. Geradeaus. Ja, ich habe Standbild. Ach so. Na, wieder da. Deswegen auch die kleine Pause. Mhm. Ich habe es wirklich versucht. Ja. Und wir wollen ja auf jeden Fall so weit kommen, wie es geht. Das nächste Ziel ist ja der Rockwell. Deswegen machen wir das alles. Weil... Oh, bei mir ruckelt es gerade. Bei mir ruckelt es die ganze Zeit. Da ist Honig. Zweimal Honig, den sammle ich nochmal. Ja, mach Was wollte ich denn sagen? Was wollte ich denn jetzt sagen? Als nächstes zum Rockwell wollen. Genau, wir wollen ja zum Rockwell, deswegen machen wir das alles. Und demnächst kommt ja die neue Karte raus, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Part 2. Und deswegen wollen wir hier so weit wie möglich kommen. Weil sobald die neue Karte rauskommt, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, werden wir dann direkt hier aufhören und zur neuen Karte wechseln. Weil wir sind natürlich auch sehr gespannt auf die neue Karte, wie sie das gemacht haben. Und hoffen, dass sie das nicht so gemacht haben wie die letzte Karte. Warte bitte auf mich. Ja, ich bin hier oben. Ja. Hallo. Weil die letzte Karte... Hallo. War ja mehr oder weniger so zusammengeschustert. Die Biome an sich fand ich gar nicht schlecht gemacht. Nur das sah aus, als wenn sie so kleine Gruppen gebildet haben. Du machst das Biom und haben die Karte dann einfach aneinander gedrückt. Mhm. Mit den Übergängen und sowas. Ja, das fand ich total nervig. Naja. Von daher. Ich meine, die Biome an sich sahen nicht schlecht aus. War halt, dass man so keinen Übergang hatte, das war... Ne? Ja. Guck mal, ich fliege nicht eile. Oder auch nicht. Das ist ja das was ich sag. An sich, die Biome waren cool. Aber auch mit den Minigames. Ach, die waren... Hör bloß auf. Teilweise richtig nervig. Und welche mit schwächeren... Rechner konnten die dann so gut wie gar nicht spielen. Also ich habe schon guten Rechner, denke ich mal. Und selbst ich hatte Probleme da, alle Spiele durchzumachen, diese Minigames. Und ohne die Minigames kam man ja dann auch nicht zu den Bossen hin. Fand ich schon ein bisschen nervig. Ja, ich habe die Minigames ja auch gerade so mit den Blumen geschafft. Ja, denn ich sag mal, sie waren schon witzig zwischendurch, manche, aber durch die ganzen Einstellungen, wenn man das machen muss und sowas, weiß ich nicht. Mir hat es nicht gefallen. Mir auch nicht. Denn einzige, wo man sich hätte hinporten müssen, wo es verständlich wäre, wäre der Mondbiom gewesen. Aber das lief ja schon fast so darauf hinaus, dass sie den nächsten Teil eigentlich so gestalten wollten, dass es so ist wie Atlas, dass man dann mehrere Server brauchen, so ein Müll. Aber ich hoffe, dass sie davon abgegangen sind. Aus den Trailern und sowas sieht man ja, dass Vin Diesel sogar mitarbeitet. Man soll es nicht meinen, aber Vin Diesel ist ja auch anscheinend leidenschaftlicher ARK-Spieler. Deswegen hoffe ich, dass da mal was Gutes draus geworden ist. So, wir gehen jetzt hier an der Seite lang. Da hinten wieder runter, dann sind wir schon... Okay, dann sind wir schon an der Küste. Dann brauchen wir nur noch die Küste entlang bis zur Fähre gehen. Bin wieder da. Ja, ich denke, wenn wir dann
Wenn wir jetzt zügig durchgehen, dann schaffen wir es noch zum Hafen in der Folge. Ich denke, dann wird die Folge auch schon wieder rum sein. Ja. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja. Dass die Folgen aber auch immer so schnell vorbei sind, dann, wenn man was zu tun hat, ne? Ja, das ist so. Tja. Bei mir ruckelt's gerade, ne? Und ich habe Standbild. Okay. Dann ist hier wieder so eine Ladeecke. Wie gesagt, mit diesen weichen Übergängen, das hat er noch nicht überall. Weil man hat ja auf jede Karte, dass so Quadranten quasi geladen werden. Und diesen weichen Übergang hat er hier halt noch nicht überall fertig. Ich bin wieder da. Sehr schön. Die Murmel und sowas lassen wir jetzt liegen, weil das war echt noch zum Hafen kommen. Dann sind wir in der nächsten Folge auf Jagd nach Basilisken. Ja. So ist die Planung. Aber die Planung hört sich gut an. Warte auf mich. Ja, du musst da nicht rennen. Ich renne dann nur ein Stück vor. Und dann ist gut. Ja, aber bevor ich dich dann nicht mehr sehe. Juhu. Ich hab Standbild. Ist hier ein Zeichen auf dem Felsen? Das soll einfach nur Schnee oder sowas darstellen. Hast du gehört? Ja, du hast Standbild. Gut. Ich hab der gehört. Na, bin wieder da. Sehr schön. Komm eben zu dir. Ja. Hallo. Hallo. Dim. Ja, weil ich noch sagen wollte, wenn einer so Vorschläge hat, was man vielleicht mal spielen soll oder was man testen soll, wo dann eventuell, wenn es einem gefällt, ein Let's Play von werden kann oder so, für die Mini, für mich oder für beide, dann kann man da gerne in den Kommentaren mal Vorschläge machen. Ja. Weil ich möchte auch gerne mal wissen, was ihr so für Spiele macht. Also ich, wie gesagt, spiele gerne solche Survival-Spiele und so. Scum und sowas habe ich natürlich auch schon mal gespielt. Falls da einer kommt mit. Ich krieg das Ding nicht, ne? Jetzt. Aber ich denke mal, das wäre interessant zu wissen, was ihr da so für Vorstellungen habt. Der Para läuft für irgendwas weg. Ja, lass ihn weglaufen und wir gehen auch weiter. Weil es wird schon so langsam dunkel. Weg. Ich will nie mit dir spielen. Genau. Wir haben doch keine Zeit. Wie gesagt, mich würde auch mal interessieren, was ihr für Spiele macht. Vielleicht findet man ja da irgendeine Gemeinsamkeit, dass man vielleicht mal, wenn sich das Spiel interessant anhört oder so, Let's Plays macht von. Oder zumindest mal das Spiel anzockt und sich mal anguckt. Und mir ist das dabei egal, ob das ein ob das ein Early Excel ist oder nicht. Weil The Infected ist zum Beispiel auch Early Excel. Also ist auch noch im Aufbau. Und ich gucke mir auch gerne Spiele an, die noch im Aufbau sind. Klar. Solange sie spielbar sind, sag ich mal, ist das alles kein Problem. Ey, wir müssen hier gleich irgendwo runter, ne? Denk mal, das wird jetzt bei mir am Gewitter liegen. Ja.
Oder auch nicht. Sag nicht, du fliegst raus. Doch. Ehrlich jetzt? Wolltest du mich bitte nach Hause? Ja, mach ich. Ich gehe aber dann weiter zum Hafen, ne? Naja. Ich kannst dich ja dann. Werde wohl später nachkommen. Wollte ich gerade sagen, dann kannst du dich ja nachporten oder so. Ja. Yeah. Lass mich hier raus. So. Tschüss, die Mini. Tschüss. Ich werde mal zusehen, dass ich zum Hafen komme. Mhm. Mach das. Bin schon dabei. Ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt wisst, was Pyro vorhin mit technischen Problemen gemeint hat. Ja, und das war ja dann immer in den ersten Minuten. Wir sind gerade raus, haben das erste Tier gehabt und dann war Mini schon wieder draußen. Tja. Und dann war entweder die Möglichkeit, da immer nur so 2-3 Minuten aneinander zu schnipseln, was dann bestimmt ein bisschen doof aussieht. Oder halt zu sagen, ich gehe eben alleine und level die. Bis dahin konnte Mini dann gucken, ob sie die Probleme beheben kann oder so. Oder zumindest das ein bisschen verbessern. Tja. Deswegen hatten wir, wie gesagt, ein kleines Päuschen da drin mit den Streams. Aber ich denke, das, ne, ist für jeden nachvollziehbar. Tja. Denn es ist so schon schwer genug, dass wir schaffen, dass wir immer gleichzeitig Zeit haben. Und deswegen, wenn dann sowas noch hinzukommt, das ist schon blöd. Ja, oh. Ist ärgerlich. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich versuche es weiter. Tja. Und die neuen Let's Plays von uns, da sind wir solo. Also jeder für sich alleine. Denn The Infected kann man nur solo spielen. Lokal. Also von daher, dem ist so. So, mal auf Karte linseln. Da ist der Hafen, also muss ich da rum. Auch wir sind ziemlich vom Kurs abgekommen. Ui. Oh nein. Habe ich dich so aus dem Konzept gebracht, ja? Ach, nicht schlimm. Kriegen wir alles hin. Na klar. Wird es auch noch dunkel. Ich mach mal eben Natürlich. Das Funzel an. Das hat bei Pyro doch keinen Spaß, wenn es nicht dunkel wird. Ganz genau. Gehen wir mal ein bisschen Hackengas hier. Schmupp. Ja, jetzt brauchst du ja nicht mehr auf mich warten. Alles gut. Gut ist, wenn ich Ark wieder spielen kann, ohne rauszufliegen. Ja, du musst aber auch bedenken, es hat jetzt in letzter Zeit Updates gegeben. Naja, ich weiß. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, da kann man über Steam meckern. Weil die Updates werden natürlich rausgegeben von Wildcard. Das ist logisch. Die erstellen die ja, woher sollen sie auch sonst kommen. Aber Wildcard stellt dann die Updates auch immer frühzeitig zur Verfügung, dass Steam die zum Beispiel vorher laden kann, bevor die dann rauskommen. Und Steam kriegt es irgendwie nicht gebacken, dass die pünktlich rauskommen. Entweder sie kommen zu früh raus, dass man dann weiter ist als der Server, oder die kommen zu spät raus, dass der Server dann weiter ist. Mini hat einen Ark verlassen. Weiß, viele meckern dann darüber über Wildcard, aber das ist normalerweise falsch.
Weil wer ein bisschen drüber nachdenkt, Wildcard kann da nichts für. Die können nur die Updates zur Verfügung stellen. Und die, die bei Steam sind und das Spiel über Steam haben, so wie wir, die ziehen dann nicht die Updates direkt von Wildcard. Auch den roten nehmen wir mal mit dem roten Loot. Wir ziehen den nicht direkt von Wildcard, sondern wo ist denn der Loot? Ach, der kommt noch runter, ne, doch nicht. Wir ziehen den nicht direkt von Wildcard, sondern wir beziehen ihn über Steam. Sprich, Steam muss den vorher laden bei Wildcard und muss ihn uns dann zur Verfügung stellen. Bei Steam gab es auch schon sehr viele Beschwerden darüber. Gerade bei solchen Spielen wie Ark, weil das ist ja nicht nur bei Ark so. Aber Steam ist das relativ egal. Die reagieren teilweise auf diese Beschwerden gar nicht. Und wenn dann, Schon echt traurig. ja, und wenn dann kommt nur so ein kleiner Spruch daher, also das ist dann schon, ne, ziemlich abwertend den Usern gegenüber. Aber naja. Und dadurch werden solche Probleme halt direkt provoziert. Weil ihr wisst ja, wenn die Versionen unterschiedlich sind, kommt immer zu Problemen. Aber da kann man halt nichts machen. So, ich bin bei der Fähre. Sehr schön. Werde mal mit der Fähre eben kurz rüberfahren. Mach das. Ja. Wir befinden uns zwar in Überlänge, aber Naja, ein paar Minuten sind egal. schon. Wollte ich gerade sagen. Würde man zwar nicht zur Gewohnheit werden lassen, aber wir düseln mal eben noch rüber. Einmal geht das. Ja, bei Infected passiert mir das auch hin und wieder, dass ich dann, ne, da hänge und sag, ne, die Zeit ist rum und dann mache ich das noch und dann mache ich das noch. Und ja. Das ist dann eben so. Tja. Kann man nicht anders sagen. Das ist dann so. Aber die Folgen, die ich mir von Infected schon angeguckt habe, ne? Ja. Ich finde die richtig gut. Weil du weißt, ich bin ein langsamer Spieler und selbst ich komme in der Denkweise dann hinterher. Ja, ich versuche das so zu machen, dass ich die Erkenntnisse vom Spiel, die ich kriege, auch mit Tastenkombinationen und sowas, dass ich die rüberbringe, dass ich sage, wie ich das mache, was ich mache, dass das jeder nachvollziehen kann. Ja, und das finde ich richtig gut, weil das macht kaum jemand. Ja, man sieht manche Videos, egal welches Spiel, die spielen das einfach. Die machen das ja nicht schlecht. Das ist ja jeder so, wie er spielt. Jeder seine Spielweise. Ja, klar. Und wenn sie dann was rausgefunden haben, dann freuen sie sich, aber die bringen nicht rüber und sagen, ich habe rausgefunden, man muss das und das drücken oder man muss das und das machen. Das kommt nicht immer so rüber. Und ich versuche zumindest, dass ich sage, dass das jeder nachvollziehen kann. Ich muss zugeben, ich hatte mir mal zwischenzeitlich von Infected ein paar Folgen von anderen angeguckt. Und ehrlich gesagt, ich kam da nicht mehr mit. Okay. Ja. So, nichtsdestotrotz, ich sage mal von hier aus für heute Tschüss. Tschüss. Komm, 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 komm